Hallo zusammen. Ich halte das auch mal in der Hand. Irgendwie ist das ein komisches Mikrofon. Ich bin völlig begeistert davon, wie viele Leute hier sind. Ich habe irgendwie mit 20 gerechnet oder so. Das ist eine andere Größenordnung. Cool. Also mein Name ist Klaus. Ich bin Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik. Ich arbeite aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr als einer oder nur sehr wenig. Sondern habe mich selbstständig gemacht mit Wissenschaftskommunikation in dem Bereich. Das heißt, es funktioniert so ein bisschen wie so ein Wissenschaftsjournalist, der in dem Bereich unterwegs ist. Ich beschäftige mich mit den verschiedenen Themen im Bereich Energiewende, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Recycling, der ganze Kram, Klimaschutz und alles, was so in die Richtung geht. Ich mache das hauptsächlich online. Wie Sabrina gerade schon gesagt hat, so in Videoformat, manchmal wie heute offline in der echten Welt. Und so das Thema Energiewende ist eins, mit dem ich mich schon ziemlich lange beschäftige. Also ich hab das im Grunde genommen studiert, Energieversorgung, an der FH Münster. Energie, Gebäude und Umwelttechnik nannte sich das. Das Gebäude lasse ich immer raus, weil ich mit Gebäuden gar nicht so viel zu tun habe. Aber ich nenne das immer, ist das nicht, kommt nicht rüber? Ja, das Umhängen funktioniert nicht ganz so gut, aber ich gehe mal näher dran. So. Also, Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik und seit 6, 7 Jahren bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Münster. Also da, wo ich studiert habe, bin ich in einem Forschungsteam jetzt unterwegs und erstelle für Städte und für Gemeinden Klimaschutzkonzepte, Energiekonzepte, Wärmekonzepte, alles Mögliche, was so in diese Energiewende-Richtung geht. Ja? Und ein Projekt, an dem ich seitdem auch beteiligt bin, das ist mega cool, super spannend, ist die Klimakommune Saarbeck, so nennt sich das. Das ist auch im Norden von Nordrhein-Westfalen, zwischen Münster und Osnabrück gibt es ein kleines Dörfchen mit so 7000 Einwohnern. Und die sind so ein Modellprojekt, ein nordrhein-westfälisches Modellprojekt, haben ihren eigenen Bioenergiepark auf einem alten Munitionsdepot, einem alten Militärgelände. Die Idee ist, dass die Gemeinde sich bis zum Jahr 2030 mit erneuerbaren Energien selbst versorgt, in Anführungszeichen. Die Anführungszeichen deshalb, weil es nicht um eine Autarkie geht, es geht nicht um eine physikalische Selbstversorgung, sondern es geht darum, dass pro Jahr so viel Energie bereitgestellt wird, wie pro Jahr gebraucht wird. Deshalb die Anführungszeichen an der Stelle. Aber das Spannende an dem Projekt ist, dass das im Grunde genommen ein Vorbildprojekt energiewendeseitig insofern ist, als dass das alles Bürgerprojekte sind. So die ganzen Anlagen, die da stehen, gehören den Einwohnern in dem Dorf, beziehungsweise auch den Umliegenden. Und das sind super interessante Konzepte darüber, wie das mit der Energie alles so funktioniert. Dementsprechend bekommt das eine ganze Menge Aufmerksamkeit, so in Fachkreisen, auch international. Und meine Aufgabe dort ist es, Besuchergruppen das Konzept zu erklären, was wir so machen, wie die deutsche Energiewende funktioniert und was es mit diesem Projekt so auf sich hat und wie die Dinge da so verlaufen. Ich mache das super gerne, weil ich das für wichtig halte, dass diese Infos rauskommen. Und nicht nur sozusagen in jedem Projekt sozusagen jeder das einfach nur für sich macht, sondern ich halte es für wichtig, dass man sich untereinander austauscht und diese Erfahrungswerte und die Erfahrungen, die man gemacht hat, gute wie schlechte, dass das alles so ausgetauscht wird. Aber ich habe im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass ich da irgendwie, so sehr ich das gerne mache, mit Leuten zu sprechen über diese Themen, habe ich festgestellt, dass ich da irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz mit den richtigen Leuten spreche, weil das alles Fachleute sind, die sich das da angucken. Ist das eine Frage? Gut möglich, sonst gehe ich noch näher dran. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du es dir auch tatsächlich. Ja, dann hänge ich es um. Ich weiß nicht, ob das... Oh! Hey! Jetzt höre ich mich selber auch. Das ist ja abgefahren. Okay. Ja gut, dann muss das wohl so. Alles klar.
wie gesagt, ich hab den Eindruck, so, das ist schön und gut, da mit Leuten zu sprechen, aber irgendwie sind das alles Fachleute und das ist alles immer so die gleiche Branche und alle haben eigentlich schon Ahnung davon und die ganzen Themen sind ja eigentlich, alle sind sich einig. Es ist sehr wenig kontrovers und das kommt so aus dieser Fachblase nicht raus. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, ich würde viel lieber diese Themen, diese Inhalte, das, was ich da sowieso mache, aufbereiten auf eine Art, dass das viel mehr in eine Breite kann, ja, dass Leute in Berührung kommen mit diesen Themen und Infos, die fachlich eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weil am Ende des Tages kommt es aus meiner Sicht auf diese Leute an und nicht auf die 5% der Fachleute in der Welt, sondern am Ende des Tages betrifft die Energiewende ja jeden Nutzer, jeden Verbraucher, also jeden von uns und dementsprechend sind es Themen, die aus meiner Sicht sehr transparent behandelt sein sollten oder werden sollten. Und das ist der Grund, warum ich dann angefangen habe, in diesem Themengebiet, also die Themen, die ich sowieso aufbereitet hatte, dann in Form von Videos zu drehen und nochmal ja, vielleicht anders aufzubereiten. Und die Idee dahinter war, das dann Menschen zugänglich zu machen, die nicht in dieser Fachblase unterwegs sind, sondern das vielleicht eher ja in erster Linie aus Unterhaltungsgründen gucken oder sich vielleicht lose für die Themen interessieren und dann Stück für Stück so da reinkommen. Das war so die Idee. Und das hat so für mich ganz gut funktioniert, sodass ich dann Stück für Stück mehr in diesem Bereich Wissenschaftskommunikation gemacht habe und mich dann in dem Bereich auch selbstständig gemacht habe und inzwischen dann für Forschungsinstitute, für Hochschulen alles Mögliche an Wissenschaftskommunikation in den Themen mache. Und eins dieser Videos, die ich hier gedreht habe, da sieht man das unten auf der linken Seite, ist eins über CO2-Steuern bzw. CO2-Preise. Was ein Thema ist, was in diesem Energiewendebereich tatsächlich irgendwie eine ziemliche Relevanz hat. Ich meine, das brauche ich hier nicht näher erläutern. Ich glaube, da ist jeder so im Thema einigermaßen drin. Aber der Punkt ist, auch wenn das nicht mit der Technik direkt zu tun hat, ist es eins, was sich nahtlos anschließt an diese ganze Energiewendegeschichte. Und deshalb starte ich vielleicht einfach mal mit der Frage, warum das überhaupt so ein großes Thema an der Stelle ist, beziehungsweise das ist ja ein Thema, was im letzten Jahr oder nee, in diesem Jahr im Grunde genommen so in dieser gesellschaftlichen Diskussion auf einmal aufgeploppt ist. So, das war lange überhaupt kein Thema in der Breite und dann auf einmal war es da im Frühjahr irgendwann. Und wenn man sich mal anguckt, was so Energiewende technisch passiert ist in den letzten Jahren, ich sage mal, wenn wir mal sagen, die Energiewende läuft mehr oder weniger seit 20 Jahren, wenn wir das Erneuerbare Energiengesetz da mal nehmen, um damit den Start zu definieren, dann hat sich einiges getan, so im Sinne von Windrädern und Photovoltaikanlagen und Biogasanlagen. Wenn man so durch die Landschaft fährt, dann sieht man, dass da einiges los ist. Wasserkraftwerke gibt es natürlich auch noch, aber die waren im Grunde genommen auch vorher schon da. Und wenn wir mal schauen, was sich mit diesen Technologien, so wie die sich entwickelt haben, das hier ist die installierte Leistung in Deutschland dieser Kraftwerke oder dieser Technologien, dann sehen wir, hat sich da über die letzten, ja, in diesem Fall 18 Jahre, ziemlich viel getan. Und wir sind inzwischen im Strommix über 40% erneuerbaren Energien. Man muss hier beachten, das, was habe ich hier einen Laser eigentlich? Kann ich irgendwas zeigen? Naja, ist egal. Dass das installierte Leistungen sind, ne? Und dass es nicht eingespeister Strom sind. Das heißt, Wasserkraft da unten und Biomasse wirken relativ klein im Gegensatz zu den anderen, beziehungsweise die anderen beiden, Photovoltaik und Windkraft, wirken relativ groß. Muss man natürlich aber noch im Hinterkopf haben und berücksichtigen, dass, weil die Sonne ja nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, dass die anteilig weniger Strom produzieren, beziehungsweise die unteren beiden Technologien anteilig mehr Strom produzieren. Versteht ihr, was ich meine? Weil die durchgehend sozusagen laufen, Wasserkraft und Biomasse, wohingegen der Wind eben nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Das heißt, hier hat sich einiges getan und man könnte meinen, okay, wir sind hier auf einem super Weg. Und wenn man dann aber mal schaut, wie sich in der gleichen Zeit in Deutschland unsere CO2-Emissionen entwickelt haben, dann hat man den Eindruck, dass da irgendwas nicht passt. Also
dass das nicht so ganz, also nicht so ganz gegenproportional ist. Da hätte doch eigentlich in der Zeit mehr passieren müssen, wenn man berücksichtigt, was wir alles schon so getan haben. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Wenn wir mal schauen, woher das CO2, das wir so ausstoßen, in Deutschland kommt, dann sind da oben die 12,3%, das sind unsere Haushalte. Im Grunde genommen ist damit die Wärmeversorgung gemeint, also Heizung, Erdgas, Heizöl und so weiter. Dann haben wir einen kleinen Block Gewerbe, Handel, Dienstleistungen. Dann haben wir einen Block Industrie, der ist schon ein bisschen nennenswerter. Die 22,2% Verkehr, also Kraftstoffe, Benzin und Diesel. Und dann der große, große Block da hinten, Energiewirtschaft, also mehr oder weniger, wo der Strom herkommt. Und insofern war das schon eine gute Idee, mit diesem Strombereich anzufangen. Aber ich glaube, das zeigt halt auch ganz gut, dass da noch ganz andere Aspekte sind, auf die wir bisher kaum Wert gelegt haben in diesem Prozess. Das heißt, so diese ganze Wärmeversorgung, die ganze der ganze Mobilitätssektor ist in der Energiewende bisher kaum systematisch berücksichtigt worden. Das heißt, hier sind noch große, große Baustellen offen, was verschiedene Gründe hat, sage ich mal, beziehungsweise die Frage, die sich ja dann logischerweise stellt, ist, woran liegt das und woran, also was fehlt? Sind das Technologien oder Konzepte oder wo ist das Problem? Ist es das Geld? Was ist der Flaschenhals? Und also ich kann sicher sagen, es sind weder Technologien noch Konzepte und da kann man so ziemlich jeden in der Fachwelt fragen. Klar kann man jede Technologie noch weiter ausarbeiten und jede Idee und jedes Speicherkonzept und jedes Smart Grid und jedes Netz, da ist noch überall Optimierungspotenzial, aber im Grundsatz gibt es viel, viel mehr Lösungen, als tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, der Flaschenhals liegt ein bisschen woanders. Und aus meiner Sicht liegt der unter anderem darin, dass wenn man als Verbraucher vor der Wahl steht, ob man eine konventionelle Variante von was auch immer wählt oder eine klimafreundliche, wenn das die Wahl ist, die man hat, dann ist in der Regel die klimafreundliche ein bisschen teurer als die konventionelle. Gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Und das führt dazu, dass man als Verbraucher logischerweise einen Anreiz hat, die konventionelle Variante zu wählen. Ja, sei das bei einem Stromtarif oder bei einem Auto oder wobei auch immer. Im Grunde genommen könnte man andersrum sagen, wenn man die klimafreundliche Variante wählt, dann wird man finanziell in Anführungszeichen bestraft dafür. Also man muss draufzahlen, um die klimafreundliche Variante zu wählen. Und das führt halt dazu, dass es nur diejenigen machen, deren Belohnung durch das gute Gewissen größer ist als der Aufpreis, den sie für die klimafreundliche Variante zahlen müssen. Und solche Leute gibt's. Das ist gut, das ist okay. Aber das sind nie alle. Das ist nie sozusagen der Großteil der Leute. Das heißt, bis das in diesen anderen Bereichen klimafreundlichen Varianten sich durchsetzen gegenüber den konventionellen, gegenüber den fossilen Varianten, muss es irgendwo einen Punkt geben, wo die finanzielle Attraktivität kippt, sage ich mal. Und aus meiner Sicht ist das der Flaschenhals. Und das hat im Grunde genommen zwei Hintergründe aus meiner Sicht, warum die klimafreundliche Variante teurer ist als die konventionelle Variante. Auf der einen Seite sind das fehlende Skaleneffekte. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, Elektroautos oder Speicher oder was auch immer als Beispiel nehmen, dann werden davon noch nicht so viele produziert, dass man sagen könnte, die sind so unglaublich günstig oder die sind so viel günstiger als die andere Variante, weil normale Autos, konventionelle Verbrenner werden halt immer noch mehr produziert. Die Strukturen sind noch nicht da, dass die so super günstig wären. Mit der Zeit verändert sich das, aber es braucht halt ein bisschen, ne? Und der andere Punkt, der aus meiner Sicht viel relevanter noch ist, sind die Folgekosten, die Klimafolgekosten, die konventionelle oder fossile Energien mit sich bringen. Im Grunde genommen verursachen wir ja durch die Nutzung von konventionellen Energien Folgekosten, die nicht bezahlt werden. Also verursacht werden sie, aber bezahlt werden sie nicht. Sie werden im Grunde genommen, wird deren Bezahlung verschoben, zeitlich
auf der einen Seite und regional auf der anderen Seite, weil der Klimawandel uns auch erreicht, aber bevor er uns so richtig hart trifft, trifft er andere viel härter, andere Regionen der Welt. Das heißt, es wird im Grunde genommen, verursachen wir einen Schaden, der aktuell nicht bezahlt wird. Und das führt natürlich dazu, dass die beiden Varianten, die beiden Alternativen nicht, also aus finanzieller Sicht, nicht auf Augenhöhe gegeneinander antreten. Und im Grunde genommen ist das der Grund, warum jetzt überhaupt so viel über CO2-Preise gesprochen wird, weil die Idee ist ja, finanziell das Ganze auf eine Art zu verändern, also die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass der Anreiz auch darin liegt, die klimafreundliche Variante wählen zu können, auf Dauer die klimafreundliche Variante günstiger zu kriegen. Jetzt hatte ich gerade die Klimafolgekosten erwähnt. Die werden abgeschätzt mit 180 Euro pro Tonne vom Umweltbundesamt, so die Größenordnung. Es gibt ein paar andere Zahlen hier und da, aber das ist so die am meisten verwendet wird. Und das ist eine Zahl, die ist so ein bisschen schwierig greifbar. Was heißt das, 180 Euro pro Tonne, also pro Tonne CO2? Das kann man relativ gut greifbar machen, wenn wir uns unsere CO2-Bilanz bzw. unseren CO2-Fußabdruck angucken. Jeder von uns verursacht ja durch seinen Lebensstil unterschiedlich viel CO2-Ausstoß. Es sind Leute dabei, die haben relativ wenig und dann sind Leute dabei, die, keine Ahnung, fliegen ständig in Urlaub und dann ist es ein bisschen mehr. Im Durchschnitt liegen wir bei ungefähr 10 Tonnen pro Kopf im Jahr. Auch da gibt es wieder andere Zahlen. Es geht hoch bis 12 irgendwas und es gibt andere, die sagen 9 Tonnen noch was. Es hängt ein bisschen von der Berechnungsmethodik ab und welche Annahmen man trifft und was man da drin berücksichtigt und was nicht. Aber so die Größenordnung nehmen wir einfach mal 10 an. Und angenommen, diese 10 Tonnen wären jetzt verknüpft mit dem Preis von 180 Euro pro Tonne, dann wären das im Jahr 1.800 Euro, die im Durchschnitt pro Kopf gezahlt werden müssten. Und das ist auf einmal ziemlich greifbar und das ist eine ziemlich große Menge. Also auch eine Größenordnung, die, weiß ich nicht, die wenigsten wahrscheinlich einfach so freiwillig draufzahlen wollen für keinen anderen sozusagen Mehrwert oder keinen anderen zusätzlichen Lebensstil irgendwie oder zusätzliche Lebensqualität. Und dementsprechend ist nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass bei diesem Thema die Emotionen ziemlich mitgehen und dass es da auch eine Menge Leute gibt, die dagegen sind, plötzlich so einen Preis zu zahlen. Ich meine, es ist natürlich nicht die Rede davon, von heute auf morgen die Größenordnung zu zahlen, aber das ist die, die perspektivisch angepeilt werden wird. Und das ist ein Thema, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, also auf diese Abwägung, auf die Vor- und Nachteile an der Stelle. Ich würde aber vorher nochmal kurz darauf eingehen, wie so ein Bepreisungssystem überhaupt aussehen könnte, weil es da unterschiedliche Modelle gibt. Im Grunde genommen, falls ihr die politische Diskussion verfolgt habt, dann wisst ihr, worauf es jetzt hinauslaufen wird. Aber das war vor einigen Monaten alles noch gar nicht so klar und dann war viel so die Diskussion zwischen diesen beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, wie man das wohl angeht. Steuern, glaube ich, brauche ich nicht großartig erklären, was der Emissionshandel ist. Da würde ich nochmal kurz drauf eingehen, weil wir in Europa ein Emissionshandelssystem haben für den Ausstoß von CO2 für bestimmte Branchen. Und wie der funktioniert, gehe ich einmal kurz durch, damit man einen Eindruck davon hat, was das bedeutet im Gegensatz zu einer Steuer. Die Idee dahinter ist, dass die europäischen Staaten sich gemeinsam ein Budget an CO2-Emissionen überlegt haben, das mit der Zeit immer kleiner wird. Also von Jahr zu Jahr ist so die Grundidee, sage ich mal, wird dieses Budget immer kleiner und jeder, der für seine Produktion oder für was auch immer CO2 ausstoßen möchte oder muss, muss ich erstmal Berechtigungen kaufen, also Zertifikate an diesem Markt, an diesem Emissionshandelssystem, um das CO2 ausstoßen zu dürfen. Also Ausstoßberechtigung. Mit der Zeit wird jetzt dieses Budget aber immer kleiner und weil sich der Preis für diese CO2-Zertifikate nach Angebot und Nachfrage richtet, wird der immer höher, je kleiner das Angebot
an CO2-Zertifikaten ist, so die Idee. Dieses System tendiert so ein bisschen dazu, jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Der Trick dabei ist nicht nur, dass man sich die Berechtigungen am Markt einfach kauft, wie an der Börse, sondern diese Berechtigungen kann man auch kaufen und weiterverkaufen an andere. Und alle Marktteilnehmer können sozusagen untereinander diese Zertifikate hin und her handeln, was dazu führt, dass zunächst diejenigen CO2-Emissionen eingespart werden, deren Einsparung am günstigsten ist. Wenn ein Teilnehmer an diesem Markt eine Tonne CO2 zu einem niedrigen Preis einsparen kann und der andere müsste viel mehr bezahlen, um diese Tonne zu reduzieren, dann tauschen die CO2-Zertifikate sozusagen, beziehungsweise finanzieren das über die Art, dass zuerst derjenige, der günstiger reduziert, die Reduktion durchführt und dann erst später die teureren. Das heißt, dieses System tendiert von sich aus dazu, dass die Emissionen, die am günstigsten sind, zu reduzieren, dass die zuerst reduziert werden. Insofern ist es eigentlich in der Theorie ein super effizientes System, super interessantes System. In der Praxis hat das bisher nicht allzu viel Wirkung gezeigt, was auf der einen Seite daran liegt, dass diese Zertifikate oder ein Großteil der Zertifikate lange Zeit kostenlos zugeteilt wurde, wobei sich der Preis jetzt in letzter Zeit ein bisschen erholt hat. Ist jetzt ungefähr bei, also jetzt sind schon wieder 1-2 Monate später, aber die Größenordnung passt immer noch, sind ungefähr 25 bis 30 Euro pro Tonne. Ist damit kein besonders hoher Wert, aber inzwischen ist es ein Wert, der einen Unterschied macht. Wenn man hier guckt, 2015, 16, 17 bis Anfang 18 war er irgendwo zwischen 5 und 7 Euro die Tonne. Das hat kaum einen Unterschied gemacht. Da gab es diesen Emissionshandel, aber der hat kaum eine Wirkung erzielt. Und der andere Punkt ist, dass dieser Emissionshandel im Grunde genommen bisher nur für die Energiewirtschaft gilt und für andere Industriezweige, aber nicht für den Mobilitätssektor und nicht für die Wärmeversorgung, nicht für die Landwirtschaft, nicht für andere Bereiche. Könnte man aber einrichten, und so sieht es dann wahrscheinlich auch aus, dass dann für den Stromsektor gibt es schon, aber für die Wärmeversorgung, für den Mobilitätsbereich, in die Richtung wird das politisch jetzt wahrscheinlich hinauslaufen. Gut, damit sind wir also wieder bei dieser Frage Emissionshandel oder Steuer. In beiden Fällen würde man den Preis, wie auch immer der aussieht, also wie hoch auch immer der ist, auf den Brennstoff oder auf den Energieträger selbst aufschlagen. Also im Grunde genommen in dem Moment, wo man irgendeinen Energieträger dann kauft, ist dieser Preis schon mit drin, wie eine Mehrwertsteuer oder eine Stromsteuer oder irgendeine andere eine Umlage obendrauf. In dem Zusammenhang gab es nämlich auch eine ganze Menge Unsicherheit. Dann hieß es immer, dann müsste man ja jetzt anfangen, also angenommen, man würde sich für eine Steuer entscheiden und nicht für einen Emissionshandel, dann müsste man als Endkunde, als Nutzer, als Privatperson ja eine zusätzliche Steuererklärung machen, eine CO2-Steuererklärung oder so. Und das wäre datenschutzrechtlich bedenklich und so weiter. Ja klar, das wäre eine Katastrophe, aber das ist nicht notwendig. Also die Idee wäre, das ist einfach auf dem Kaufpreis sozusagen schon drauf. Das geht den Staat dann nicht so viel an, wie viel jemand privat als Einzelperson an Steuer gezahlt hat. Für eine Steuer spricht auf der einen Seite, dass die relativ zügig eingeführt werden kann, beziehungsweise unkomplizierter eingeführt werden kann als ein Emissionshandel. Das ist ein ziemlich aufwendiges Konstrukt, was perspektivisch total effizient sein kann, aber bis das es erstmal aufgebaut ist, geht eine Weile ins Land. Und der andere Vorteil einer Steuer ist die Planungssicherheit, weil der Preis feststeht. Bei einer Steuer hast du einen Preis, der wo auch immer liegt, muss man sich halt für entscheiden. Aber wenn er da liegt, dann liegt er da und dann weiß man, dieses Jahr ist er da. Der kann sich auch im Laufe der Zeit verändern. Wichtig ist, dass es vorher feststeht und dass es vorher jedem bekannt ist. Und das ist nämlich der Unterschied oder der wesentliche Unterschied zu einem Emissionshandel.
bei dem ja das CO2-Budget feststeht und sich nicht verändert, beziehungsweise die CO2-Einsparung festgelegt ist, aber der Preis dafür wegen Angebot und Nachfrage, weil man ja die Zertifikate kauft, theoretisch auch vollkommen durch die Decke schießen kann. Der kann hoch und runter, der kann relativ unberechenbar sein. Das sind halt so Vor- und Nachteile. Gut funktionierender Emissionshandel würde dafür aber die Einsparziele sicher erreichen, weil das Budget festgelegt ist, das Emissionsbudget. Und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Dann gibt es nichts mehr. Keine weiteren Berechtigungen zu kaufen für Emissionen. Das ist bei einer Steuer nicht der Fall. Theoretisch kann es sein bei einer Steuer, dass Leute mit viel Geld sich mehr oder weniger einfach freikaufen. Dann zahlen die halt drauf, so viel wie drauf gezahlt werden muss. Und dann können sie aber trotzdem ihr CO2 ausstoßen. Das heißt, bei einer Steuer steht der Preis fest und man hat eine Planungssicherheit. Beim Emissionshandel steht die Sicherheit, dass das Budget eingehalten wird. Das sind so die Abwägungspunkte. Dafür ist der Emissionshandel teuer und aufwendig, oder teuer vielleicht nicht, aber aufwendig in der Errichtung, wohingegen das bei einer Steuer relativ schnell geht. Ein Punkt, der auch immer wieder angesprochen wird, ist, dass es ja keinen Sinn machen würde, wenn wir in Deutschland alleine vorangehen und kein anderer irgendwie, oh, das ist eine Frage. Die Idee dahinter wäre, also die Frage war, ob die Steuer wie eine Mehrwertsteuer auf jedes Produkt einfach irgendwie fest draufkommt oder ob das abhängig ist von dem Ausstoß, der für dieses Produkt stattgefunden hat. Im Grunde genommen würde, egal ob Emissionshandel oder Steuer, der Aufpreis auf den Energieträger draufkommen. Und auf den Energieträger, also Heizöl, Kohle, Gas, was auch immer, und zwar abhängig davon, von dem CO2-Gehalt bzw. den CO2-Emissionen, die bei einer sauberen Verbrennung dieses Energieträgers entstehen. Ab dann nimmt das Produkt, was auch immer es ist, es kann ein Kaffeebecher sein hinterher, da ist keine direkte CO2-Steuer oder so mehr drauf, sondern derjenige, der diesen Becher produziert hat, musste halt die Steuer im Einkauf zahlen, als er sein Heizöl gekauft hat. Das beantwortet das die Frage, also das ist nicht auf jedem Produkt, sondern nur auf den Energieträgern selbst. Das müssen die Unternehmen irgendwie unter sich abmachen. Derjenige, der den Energieträger kauft, zahlt die Steuer da drauf. Und wenn der sagt, ich habe hier diesen Energieträger in das Produkt beigesteuert, dann ist das sozusagen in seinem Preis mit drin. Macht das Sinn? Ist das nachvollziehbar? Ja? Ja. Also im Grunde genommen richtet sich danach, wie viel Kohlenstoff ist in dem Heizöl drin, in dem Liter oder in was auch immer. Und jetzt gibt es halt immer diese Rückfrage oder beziehungsweise diese Bedenken, sage ich mal, dass es ja keinen Sinn machen würde, wenn wir in Deutschland als Einzelne da sowas einführen und dann so ein, ich glaube die Bezeichnung war, nationaler Alleingang, dass das nicht so gut wäre. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil aus meiner Sicht wäre es eher nationaler Alleingang, wenn wir nichts machen, weil der grüne Teil von Europa hat ja schon eine CO2-Abgabe. Der graue Teil hat es nicht und der grün gestreifte Teil überlegt und hat nennenswerte Ideen, da noch was zu machen. Das heißt, der Großteil unserer Nachbarländer hat da sowieso schon was. Das sind teilweise super kleine CO2-Preise. Wenn wir jetzt in die Niederlande gucken, wenn wir nach England gucken zum Beispiel, die haben sogar noch ein spezielleres System. Was die haben, ist ein nationaler CO2-Mindestpreis im EU-EHS bzw. ETS. Und zwar bedeutet das, sorry, ihr müsst mir sagen, wenn das abrutscht. Und zwar bedeutet das, die nehmen ganz normal an dem europäischen Emissionshandel teil. Die Länder haben aber erkannt, der Emissionshandel hat keine besonders nennenswerte Wirkung. Und dementsprechend sagen die sich, okay, es muss ein Mindestpreis von so und so sein. Also in England dann die 20,6 Cent pro Euro pro Tonne und in Holland die 12,3. Weil viele Euro, das, ich,
Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, das Emissionshandelssystem wäre das Bessere. In der Theorie ist es super interessant, in der Praxis hat sich halt gezeigt, dass es nicht besonders viel Wirkung erzielt, weil es auf eine Art irgendwie konstruiert ist in Europa, die halt nicht besonders viel Wirkung erzielt. Das heißt, es funktioniert perfekt, es macht genau das, was es soll, aber das ist eben nicht viel. Und jetzt gab es schon oft Initiativen von europäischen Ländern, auch von unseren Nachbarländern, dieses System, was ja an sich funktioniert, aber halt nicht viel Wirkung hat, nochmal zu reparieren, in Anführungszeichen, und da nochmal nachzujustieren. Und das ist oft gebremst worden, auch von uns in Deutschland. Und dementsprechend kamen dann ein paar Nachbarländer auf die Idee, okay, wenn ihr es nicht reparieren wollt, dann bleiben wir bei dem System und es ist dann so, wie es ist, aber wir machen einen Mindestpreis. Und das sind halt die beiden. Besonders interessant ist aufgrund der Höhe Schweden. Die haben einen Preis von 113,8 Euro inzwischen. Haben 1991 angefangen damit und Stück für Stück den Preis erhöht. Sind also schon lange, lange, lange dabei. Und haben es auch geschafft, ihre Pro-Kopf-Emissionen auf inzwischen 4,5 Tonnen zu reduzieren. Wir sind, wie gesagt, ungefähr bei 10. Das heißt, das kann durchaus eine Wirkung erzielen, wobei die vorher, also 1991, auch nicht bei 10 waren. Die waren da schon deutlich drunter. Ich meine, die waren bei 6,5 oder bei 7, die Größenordnung. Trotzdem, der schwedischen Wirtschaft geht's gut. Ist jetzt nicht so, als ob das alles den Bach runtergegangen wäre, weil was die gemacht haben, ist, die haben diese Steuer eingeführt und haben im Gegenzug andere Steuern reduziert. Und haben sozusagen das in eine Steuerreform eingebettet, was halt bei uns auch denkbar gewesen wäre oder denkbar ist. Ein anderes interessantes Beispiel ist die Schweiz, die eine Art Klimadividende hat. Das ist auch ein System, was in Deutschland jetzt in den letzten Monaten viel diskutiert wurde. Bei denen ist es so, dass 2/3 der Einnahmen, die aus diesem CO2-Preis haben, dass 2/3 wieder ausbezahlt werden an die Bürger. Und 1/3 geht in die Förderung von Klimaschutzprojekten und Ähnlichem. Das finde ich halt auch ganz interessant. Also da gibt es schon interessante Modelle. So oder so ist der Kern der Geschichte aus meiner Sicht, zumindest wenn das so eine gesellschaftliche Frage ist, dass ein CO2-Preis sozial gerecht sein muss. Und in Schweden? Ja, das also in dem Fall ist es ja, also die Steuer kann ja ein Fixpreis sein. Die kann ja über die Zeit, die ist halt festgelegt und aktuell ist sie in der Größenordnung. Oder wie meinst du? Ja, was nennenswert mehr ist als in anderen Ländern. Nee, genau. Die türkise Variante, richtig, die türkise Variante bezieht sich auf den Emissionshandel, also nur auf diese bestimmten Sektoren, Stromerzeugung und Industrie. Und da ist es ein Mindestpreis. Das heißt, sobald der Emissionshandelspreis da drüber geht, dann ist es halt der höhere Preis. Aber er ist mindestens dort. Und in Schweden sagen die, okay, die Schweden sind ja auch in dem europäischen Emissionshandel mit drin. Aber die haben auch in anderen Bereichen dann diesen festen Preis. Das heißt, das sind sozusagen, im Grunde genommen haben die beides. Aber den Fixpreis von 113 dann. Beantwortet das das? Okay, cool. Der Punkt ist, egal ob Steuer- oder Emissionshandel, wenn das einfach nur obendrauf kommt auf die Produkte, was auch immer die Produkte sind, dann trifft das anteilig gesehen einkommensschwächere Menschen stärker als einkommensstarke Menschen, weil einkommensschwächere Menschen anteilig von dem Gehalt oder von dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht, mehr für diese Grundbedürfnisse, Energie, Heizung, Mobilität und so weiter ausgeben. Und vor dem Hintergrund
ist diese Idee der Klimadividende so interessant, das, was die Schweiz macht. Und theoretisch hätten wir sowas auch haben können. Ich komme gleich dazu, was so aktuell so der Plan ist. Die Idee wäre gewesen, jeder bekommt die Einnahmen durch diese CO2-Steuer, wie hoch auch immer sie ist, also von allen Einnahmen, wenn man die alle in einen Topf wirft, gibt es pro Kopf für jeden das Gleiche zurück. Das heißt, es wird komplett wieder ausgeschüttet an alle Leute und jeder bekommt diesen Durchschnittsteil zurück. Also angenommen, wir hätten einen CO2-Preis von 100 Euro die Tonne, das ist jetzt nur mal angenommen, dann wären das 1000 Euro pro Kopf, die jeder im Jahr zurückbekäme. Und wenn man mit seinem eigenen CO2-Ausstoß genau auf diesen 10 Tonnen liegt, dann ändert sich im Großen und Ganzen für diese Person nichts, ne? Also weil man hat den Preis für die 10 Tonnen bezahlt und dann bekommt man den Preis für die 10 Tonnen wieder. Plus, minus, null. So hat sich nichts durchgetan. Wenn man aber viel CO2 ausstößt, indem man, keine Ahnung, super dickes Auto fährt, ein großes Haus beheizt mit einer alten Heizung, ständig in Urlaub fliegt, ihr wisst, was ich meine, dann hat man CO2-Emissionen, die über dem Durchschnitt liegen, zahlt also mehr, als man zurückbekommt und ist finanziell sozusagen, gehört zu den Leuten, die mehr drauf zahlen. Ganz nach dem Verursacherprinzip, das ist ja irgendwie Sinn der Sache, dass diejenigen, die besonders viel ausstoßen, dann auch dafür aufkommen. Wenn man aber auf der anderen Seite irgendwo hier unten liegt, wenn man relativ klimafreundlich lebt, indem man ja, also sparsam lebt, wenig Auto fährt, wenig fliegt und so weiter, dann bekommt man ja tatsächlich mehr zurück, als man in Form der Steuer auf Produkte, auf was auch immer drauf gezahlt hat. Und das macht es aus meiner Sicht so interessant, weil auf der einen Seite starke Verursacher draufzahlen, aber auf der anderen Seite Menschen, die unter dem Durchschnitt leben, am Ende des Tages einen Vorteil dadurch haben, also einen finanziellen Vorteil. Und was für mich an diesem Konzept so interessant ist, ist auf der einen Seite, dass gerade einkommensschwächere Menschen tendenziell eher hier sind. Nicht alle, aber viele, weil die einen relativ sparsamen Lebensstil haben, was ja irgendwie hinkommt, und damit finanziell tendenziell eher profitieren von dieser Geschichte. Der andere Punkt ist, dass es auf einmal finanziell ja einen Anreiz gibt, klimafreundlich zu leben. Und das gab es vorher so nicht oder bisher so nicht. Bisher, wie gesagt, die klimafreundliche Alternative ist oft die teurere Alternative, was ärgerlich ist und was den Prozess ausbremst. Es könnte theoretisch schneller gehen, wenn es andersrum wäre. Und das wäre hier ganz interessant. Und der dritte Punkt, wenn es einen Anreiz gibt, mit seiner CO2-Bilanz unter dem Durchschnitt zu liegen, dann sinkt auf Dauer der Durchschnitt selbst ja auch. Weil der ein oder andere dann drunter liegen will, weil er sich sagt, dann rechnet sich das finanziell für mich. Und damit sind immer nur ganz, ganz kleine Schritte und das dauert eine Weile. Aber auf Dauer tendiert so ein System dann zu der niedrigsten persönlichen CO2-Bilanz auf Dauer. Und das finde ich persönlich ganz interessant. Das heißt, es ist durchaus möglich, wenn man das so möchte und wenn man das gut macht, ein CO2-Bepreisungssystem auf die Beine zu stellen, das sozial gerecht ist und was einkommensschwächere Menschen tendenziell entlastet. Das gilt nicht immer für jeden. Hier ist noch eine Frage. Es gibt trotzdem Ausnahmen, es gibt trotzdem Situationen, in denen auch einkommensschwächere Menschen an der Stelle draufzahlen würden. Da gab es verschiedene Untersuchungen. Das kann sein, wenn man besonders weit pendelt, oder wenn man tatsächlich sowohl ein sehr altes oder ungedämmtes Haus hat und zusätzlich eine Ölheizung da drin und sich gerade nicht leisten kann, das zu sanieren und auszutauschen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil das finanziell in eine Größenordnung geht, die man nicht mal eben so nebenher rumliegen hat. War noch eine Frage, oder? Ich gehe vielleicht einfach kurz darauf ein, weil ich glaube, dadurch kommt dann auch wieder rüber, was es mit der Frage auf sich hat. Also, dieses System hier ist ja nicht begrenzt auf eine Steuer. Das kann bei einem Emissionshandel ebenfalls mal gemacht werden. Das heißt, das hier, was ich gerade hier zeige, hat nichts damit zu tun, ob es Steuer oder Emissionshandel ist. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, dass ein
dass eine Steuer an sich, also ein reiner Aufpreis, nicht unbedingt zu einer Verhaltensänderung führt. Also bei vielen Leuten, gerade bei denen, die sich's leisten können, die würden einfach mehr draufzahlen. Dann am Ende des Tages wäre es genauso wie vorher auch. Hier finde ich, ist der springende Punkt ein anderer, nämlich, dass die klimafreundliche Variante im Gegensatz zu, oder nein, im Vergleich mit der konventionellen Variante finanziell auf einmal attraktiv wird. Und das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, ob es jetzt zu teuer ist, CO2 auszustoßen oder nicht, sondern es geht dann an der Stelle um eine Kaufentscheidung, die auf einmal aus einer anderen Perspektive betrachtet werden kann. Aber trotzdem ist natürlich so, egal wie hoch dieser oder ja, wie groß dieser Spielraum ist, der hier zur Verfügung steht, wenn ich eine Steuer oder einen Preis, wie auch immer er gestaltet ist, einführe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dadurch sich jemand ein neues Auto kauft oder ein anderes Auto kauft, weil der wird dann erstmal einfach nur draufzahlen müssen. Diese Preisspanne, diese Differenz reicht nicht aus, um einfach so ein neues Auto zu kaufen. Aber irgendwann steht man ja sowieso vor der Entscheidung, ein neues Auto zu kaufen. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo diese Entscheidung sowieso ansteht. Und dann kann das einen entscheidenden Unterschied machen. Aber so oder so ist es auch nur eins von vielen Modellen. Ja, also ich glaube, das ist ein Punkt, den kann ich nicht gut genug einschätzen, um das beurteilen zu können, wie sehr da an der Stelle dann die Wirkung ist. Ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass ein reiner Aufpreis sozusagen nicht die gleiche Wirkung hat wie eine Begrenzung des Budgets, das einfach feststeht und dann in bestimmten Handelsperioden reduziert wird und dann fix ist. Aber wie gesagt, das hier ist, das bezieht sich nicht zwingend auf eine Steuer, kann auch in einem anderen System funktionieren. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns bewusst werden, dass egal wie rum man das macht, ein CO2-Preis, auch wenn er sozial gerecht gestaltet ist, zusätzlich immer noch begleitet werden muss durch andere Maßnahmen, beziehungsweise nicht alles andere an Klimaschutz ersetzt, sondern eine Art Grundlage bildet und man von dort aus dann weiterarbeiten kann. Hier ist noch eine Frage. Also ich glaube, das machen auch viele so, dass die CO2-Preise, wenn sie denn feste Preise sind, oder also wie eine Steuer, dass die Stück für Stück angehoben wird im Laufe der Zeit. Aber trotzdem, selbst wenn der super hoch ist, der Preis, kann es ja trotzdem Leute geben, die sich sagen, okay, dann zahle ich ihn halt. Er müsste schon unendlich hoch sein. Genau, ja. Aber dann kann man auch ein Emissionshandelssystem nehmen, weil das tendiert an der Stelle in diesem Extremfall dann zum gleichen Ergebnis. Wenn dann es heißt, okay, es gibt kein Budget mehr, Punkt, dann wird auch nichts mehr ausgestoßen. Okay, jetzt kommen noch ein paar Fragen. Ich würde vielleicht eben diese zwei Fragen hier mitnehmen und dann nochmal auf einen weiteren Punkt kommen, weil ansonsten sprenge ich das, aber dann können wir nochmal ein bisschen weitersprechen. Erstmal da oben. Gar nicht. Nein, also das wird, also ich sag, das wird, dieses System kommt wahrscheinlich sowieso nicht. Also unabhängig, also von daher ist das jetzt rein hypothetisch, ne? Aber es müsste auch nicht erhoben werden, weil man zahlt ja im Grunde genommen pauschal auf die Produkte, wie ich eben meinte, ne? Also Heizöl kostet dann eben mehr, Erdgas kostet mehr, Steinkohle, Braunkohle, wie viel man zurückbekommt, ist aber eine Pro-Kopf-Geschichte. Das heißt, den Mehrwert, den man hat, der ergibt sich dadurch automatisch, aber der wird von niemandem berechnet. Der muss nicht ausgerechnet werden, sondern der ergibt sich dadurch sowieso. Ich überlege gerade, wie ich das erklären kann. Das ist im Grunde genommen so, als ob wir einfach sowieso eine Rückzahlung von irgendwas kriegen würden. Also jeder zahlt halt für sich sowieso seine Steuern, seine Mehrwertsteuer, sein was auch immer, ohne dass es wird ja nicht erhoben, wie viel Mehrwertsteuer du für irgendwas bezahlt hast. Hier sind auch 19% drauf, aber das am Ende sammeln sich diese 19% von allen möglichen Dingen irgendwo, aber es wird ja nicht extra erhoben. Und das wäre hier eben genauso. Und wenn man dann auf einmal pauschal das Geld zurückbekommt, dann muss es niemanden geben, der das kontrolliert. So meine ich das. Und dann war hier noch kurz die Frage, ne? Im Grunde genommen
Im Grunde genommen würde derjenige, der an erster Stelle diesen Energieträger kauft und damit diese Steuer zahlt, den Preis ja in der Kette weitergeben müssen. Der wird den nicht als Steuer weitergeben müssen, aber das ist halt sein Produktionspreis, der ist dadurch gestiegen. Ja. Ich komme deshalb einfach nochmal ganz kurz, um das abzurunden, darauf, was jetzt der, ja, oder ganz grob gesagt, was so der Plan ist, der jetzt so ansteht. Denn inzwischen gibt's da ja ein paar Infos zu unserem Klimaschutzprogramm 2030. Das geht in eine andere Richtung oder in eine etwas spezielle Richtung, sage ich mal. Das Ziel ist, 2033 55% weniger Treibhausgasemissionen zu erreichen im Vergleich zu 1990. Es gab vorher schon ein 2030-Ziel, aber das ist damit verschärft worden als Wiedergutmachung dafür, dass wir das 2020-Ziel aufgegeben haben. Ganz plump gesagt. Das sind CO2-Äquivalente, also alle Treibhausgasemissionen. Ja, genau. Es soll einen CO2-Preis geben, und zwar als nationales Emissionshandelssystem. Ach so, vielleicht sage ich das an der Stelle nochmal kurz dazu. Ich halte es mich auch für sehr sinnvoll irgendwie. Also meine persönliche Meinung war an der Stelle, wenn ich das selbst entschieden hätte, nicht, dass ich das tue, nicht, dass das relevant wäre, aber ich hätte halt auch mit einer Steuer gestartet, um das System einzuführen, um sozusagen relativ zügig einen Preis drauf zu kriegen, der wirksam ist, und es perspektivisch in ein europäischen Emissionshandelssystem einfließen lassen, das dann im Idealfall irgendwann ein weltweites Emissionshandelssystem wird. Egal wie realistisch oder nicht das ist, aber das wäre aus meiner Sicht eine gute Idee gewesen. Was jetzt der Plan ist, ist ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffe und Kraftstoffe einzuführen. Das heißt im Grunde genommen, das, was der europäische Emissionshandel nicht leistet, auf deutscher Ebene zu ergänzen. Die Ironie daran ist, dass von 2021 bis 2025 da ein Festpreis festgelegt werden soll. Das heißt, ein eigentliches Handelssystem in dem Sinne, ja gut, die Zertifikate könnte man trotzdem handeln, aber wenn der Preis feststeht, gibt es da keinen Grund für das zu machen. Das heißt, das ist so ein Hybrid am Anfang, um dieses System einzuführen, nehme ich an. Ne? Weil wie gesagt, das ist relativ aufwendig und das ist was erstmal anlaufen muss und insofern braucht das ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Die Preise, 10 bis 35 Euro pro Tonne, sind relativ niedrig angesetzt. Niedriger als behauptet wird, dass sie eine Lenkungswirkung erzielen würden. In anderen Worten, viele Dinge werden vermutlich teurer, oder was heißt vermutlich, viele Dinge werden dadurch teurer. Es ist unwahrscheinlich, dass dadurch aber irgendein Verhalten großartig verändert wird. Und dann ab 2026 wäre es tatsächlich dann ein Handelssystem, Emissionshandelssystem, wo der Preis sich nach Angebot und Nachfrage richtet, wobei er in dem Jahr dann einen Höchstpreis noch hat, um nicht sofort durch die Decke zu gehen, aber dann ab 2027, 28, 29, 30 sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil das 2030-Ziel mit 55% weniger Treibhausgasemissionen. Wenn das Budget feststeht und von vornherein klar ist, wie viel CO2 reduziert werden muss und gleichzeitig in den Jahren von 2021 bis 2025 der Preis sehr, sehr, sehr niedrig ist und 2026 er auch in einem bestimmten Korridor liegt, dann ist davon auszugehen, dass ab 2027 spätestens ein ziemlicher Sprung im Preis stattfindet. Das heißt, man hat jetzt die 4-5 Jahre Planungssicherheit an der Stelle, aber danach ist zu erwarten, dass irgendwas komplett durch die Decke geht. Ich persönlich halte das nicht für so sinnvoll, wird auch von vielen Leuten kritisiert, aber gut, müssen wir beobachten, wie sich das so entwickelt. Zusätzlich wird das Ganze ergänzt eben nicht durch eine Rückzahlung, sondern durch verschiedene Entlastungsprogramme.
wie zum Beispiel Entlastung auf Gebäudesanierung, ein erhöhtes Wohngeld, eine Pendlerpauschale, habt ihr sicher von gehört, und eine Mehrwertsteuersenkung im Fernverkehr der Bahn zum Beispiel, so was schon mal ein guter Schritt ist, aber es ist halt nur ein kleiner Schritt. Und das ist ein Punkt, der oft irgendwie kritisiert wird. Das sind halt alles irgendwie kleine Maßnahmenpäckchen hier und da, die entlasten sollen. Aber ob das in eine Größenordnung geht, wie das Geld, was durch den CO2-Preis eingenommen wird, ist halt eine andere Frage. Das heißt, gehen die Einnahmen des CO2-Preises tatsächlich wieder an Leute zurück? Oder sind das einfach nur so kleine Trostpflaster, sage ich mal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass das gehen wird. Ich weiß noch nicht, wie das im Detail gestaltet sein wird, wie das konstruiert sein wird, dieses Handelssystem. Aber oft ist das so oder generell an so Handelsmärkten, dass man sich ja absichern kann über längere Zeit, dass man im Voraus auch schon kaufen kann. Deshalb würde es mich sehr überraschen, wenn das hier nicht der Fall wäre. Was sowieso interessant wird, ist, ich bin mir nicht sicher, wer an diesem Handelssystem tatsächlich direkt so einkaufen kann. Ob das nur, ich weiß nicht, die Großhändler der Energieträger sind, oder ob das Einzelpersonen, Privatleute sind. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig und gespannt drauf, wie dieses System gestaltet sein wird. Kann ich? Achso, nee, es hieß, dass an dem Handelsplatz, wo man die CO2-Zertifikate für den europäischen Emissionshandel kaufen kann, das wäre dann die EEX, nehme ich an, in Leipzig, dass man dort auch als Privatperson Zertifikate kaufen kann und löschen kann. War mir nicht bewusst, dass das geht. Aber scheinbar ist es okay. Jetzt komm, ja, sind interessante Punkte dabei, keine Frage. Man müsste sich nur darauf einigen. Und ich weiß nicht, wie realistisch das so ist. Also, weil ich meine, es muss ja die Gesellschaft der gleichen Meinung sein, dass man das so macht und dass die Preise so festgelegt werden und dass es in einer Gesellschaft, die sehr viel Wert auf freie Märkte legt, weiß nicht, wie realistisch das ist. Kann ich nicht aus dem Kopf sagen, müsste ich nachgucken. Also kann ich jetzt nicht so direkt beantworten, weiß ich gerade nicht. Muss ich nochmal gucken. Ich würde ganz kurz nochmal auf meine letzte Folie kommen, weil ich einfach nochmal drauf hinaus will. Ich bin nicht der Einzige, der das für sehr bedenklich hält, der Klimaschutzplan ausgelegt ist. Und insofern kann ich dieses Papier eigentlich empfehlen, was von Edenhofer und seinen Kollegen geschrieben wurden, vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die dieses ganze Klimapaket einmal bewertet haben und einmal untersucht haben und reingeschrieben haben, in welchen Aspekten was wie wirkungsvoll an der Stelle ist. Die zwei großen Kritikpunkte an der einen oder von deren Seite sind, dass auf der einen Seite die Planungsunsicherheit ab 2026 viel zu groß ist, am Anfang der Preis zu klein ist und später einfach viel zu viel Unsicherheit drin ist. Und der andere Punkt, dass die Maßnahmen zur sozialen Gerechtigkeit ziemlich unzureichend sind. Aber lest es euch nochmal durch, ist ein super interessantes Paper, kann ich sehr empfehlen. Gut, von meiner Seite wäre es das soweit, aber dann gehen wir vielleicht einfach in die Fragen über, wenn Fragen sind. Da oben? Achso.